das ist nett hier. Ich stehe auf die Musik, die Sie hier spielen. Bob, alles sitzt an den Drums. Ich gehöre zum Top-Jazz-Orchester an der Schaefer. Es ist das Beste im ganzen Land. Der Trick ist, einfach zu entspannen. Sorg dich nicht um die Zahlen. Mach dir keine Gedanken über das, was die anderen denken. Du bist nicht ohne Grund hier. Viel Spaß. 5, 6, and... Ich will jemand Großes sein. Und das bist du nicht. Wir haben Buddy Rich hier. Da gibt's ein Problem. Zu schnell. Bereit? 5, 6, and... Warst du zu schnell oder zu langsam? Ich weiß es nicht. Wenn du absichtlich meine Band sabotierst, fick ich dich wie ein Schwein. Ach du großer Gott, bist du eine von diesen Tränenmemmen? Du bist ein schwuchtelippiges Stück Scheiße, das jetzt mein Drumset vollheult und vollrotzt wie eine neunjährige Göre. Und wie läuft's mit der Studioband? Gut, ja, ich denke, er kann mich jetzt besser leiten. Ich hab alles aus den Leuten rausgeholt. Ich glaube, das ist eine absolute Notwendigkeit. Ich will einer der Größten sein. Und deshalb wird es meine Zeit mehr und mehr in Anspruch nehmen. Weswegen wir nicht länger zusammen sein sollten. Denkst du, ich lasse zu, dass er meinen Sohn durch die Hölle schickt? Wieso willst du ihn davonkommen lassen nach all dem? Da sind zwei Worte in unserem Sprachschatz, die verdammt schädlich sind. Sie lauten gut gemacht. Sogar ein Dreier. Wir sind natürlich nicht mit einem anderen Typen. Ich kann eine Freundin anrufen. Nee, aber ich will doch auch nicht mit einer anderen Frau. Du willst einen Dreier, aber ohne Sex mit einer anderen Frau oder einem anderen Typen. Hm? Aber was macht denn dann die dritte geschlechtsneutrale Person in deinem Traumdreier? Vielleicht irgendwas Schönes vorlesen. Scott, ich brauche dich als Ant-Man.